Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Du siehst schon, was wir heute bauen. Heute bauen wir hier dieses kleine Bücherregal, so nenne ich es mal. Oder auch normales Regal, da könnt ihr euer ganzen Krimskrams reinstellen, wie ihr das möchtet. Ich zeige euch, wie ich das Holz, das ist Eiche, wie ich das hergerichtet habe. Ich zeige euch, wie ich es vor allen Dingen verleimt habe. Da müssen wir auch nicht mehr viel schleifen, weil das Ganze sehr genau geworden ist. Ich zeige euch, wie ihr hier diese Fächer mit den Brettern verbinden könnt und dafür so gut wie gar kein Spezialwerkzeug braucht oder gar kein Spezialwerkzeug. Das ist später eine reine Massivholzverbindung. Das bedeutet, hier sind Holztübel, die halten alles zusammen. Da zeige ich euch, wie ihr die ganz entspannt festmachen könnt. Das ist wirklich total einfach. Und dann seht ihr das fertige Projekt dann später noch einmal. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbauen, beim Zuschauen und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Video. Das Holz, was wir für das Projekt benutzen werden, ist aber nicht hier, das ist dort. Hier habe ich auch schon das gute Holz. Ich will dieses Mal nicht so dicke Bohlen holen, denn das tut eigentlich immer so ein bisschen weh, die einfach nur auftrennen zu müssen. Und aus dem Grund werde ich das hier gerade mal runterräumen. Das hier ist übrigens Eichenholz. Das wäre nämlich auch zu dünn, um es aufzutrennen. Und aus dem Grund werde ich hier diese Bohlen holen. Ich hole die Bohlen. Bohlen holen, holen. Ich kann euch ehrlich gesagt auch noch nicht so genau sagen, ob die... Oh, da liegen Stromverteiler. Ja. Ups, hier ist alles vorgestellt. Ich kann euch ehrlich gesagt noch nicht sagen, ob das Projekt hier sich verziehen wird. Denn ich habe, glaube ich, aus demselben Holz... Oder nee, das war anderes. Das war anderes Holz, ja. Da habe ich nämlich die Küchenplatte von meinem VW-Bus gebaut. Und die hat sich echt extrem verzogen. Ich hoffe mal, dass es mit diesem Holz hier nicht so stark passieren wird. Wisst ihr, falls das nicht reicht, werde ich einfach noch ein paar andere Holzsorten dazwischen leimen. Ich kann jetzt hier dieses komplette Regal mit hier diesen vier Bohlen herstellen. Die Bohlen haben relativ viele Fehler und deswegen ist da sehr viel Verschnitt dabei. Auch wird das Regal nicht so tief und hinten diese Rückenplatte muss ich aus einem anderen Material machen. Aber so wie ich das anzeichne, finde ich es recht praktisch. Ich hole mir nämlich hier meine Skizze. Hier habe ich dann in der Gesamtzeichnung die einzelnen Teile. Und ich gehe da sehr, sehr pragmatisch vor. Das ist dann Boden 1, 2, 3, 4, 5. Das mache ich dann. Genau, Boden 5. Und dann Seite links muss ich aus zwei Teilen herstellen. Deswegen Seite links SL 1 plus 2. Und so kann ich dann einfach ein bisschen herausfinden, für was welches Teil geeignet ist. Ich benutze eine schlecht ausgerichtete Kamera gerade. Ich benutze zum Anzeichnen hier so einen Minenbleistift. Das ist eine richtig, richtig starke Mine. Und damit könnt ihr gut sichtbar auch bei solchem sägerauen Holz eure Bretter gut markieren. Die Wirt-Variante, das ist eine Wirt-Variante, die habe ich jetzt nicht im Internet gefunden. Ich verlinke euch mal eine andere. Aber sowas ähnliches verlinke ich euch. Ist ein guter Stift. Ich werde die Bretter, ihr seht mich noch gar nicht, ich werde die Bretter gleich an der Dichtkreissäge zuschneiden. Da müsst ihr echt megamäßig aufpassen, denn beim letzten Projekt ist mir dann auch das ganze Holz mal entgegengeflogen, weil es sich an der Kreissäge verkeilt hat. Aber das sollte schon gehen. Wie gesagt, wenn ihr das macht, behaltet das Holz echt im Auge und schaut, dass eure Finger noch ein gutes Stück weiter weg sind. Nicht, dass ihr euch wehtut. Ich musste hier gerade den Anschlag von der Hobelmaschine abbauen und mich kotzt sowas immer total an. Ich hasse es wirklich zu tun. Und ihr seht auch, alle Maschinen meiner Werkstatt stehen so, dass ich sie direkt benutzen kann, denn ich finde, es frisst viel zu viel Zeit, wenn man jedes Mal die Maschine umräumen muss. Klar, es ist auch eine gewisse Platzsache. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, ob du viele Maschinen in deiner Werkstatt umbauen musst, umräumen musst oder wie du das so zu Hause handhabst. Also in meiner Werkstatt steht alles so. Ihr könnt es ja ein bisschen erahnen, dass ich direkt an alle Maschinen rankomme. Aber schreib mir mal deine Meinung in die Kommentare. Ich werde jetzt als erstes das Holz mal abrichten. Ich habe jetzt hier erstmal alle Bretter abgerichtet. Dann kann ich mich jetzt den Anschlag so einstellen, dass die Messer optimal verdeckt sind und ich nur noch hier die Seite hobeln muss. So haben wir dann eine 90-Grad-Kante, können die eine Seite an der Tischkreissäge schneiden und dann wieder hobeln. Dazu stelle ich jetzt als erstes mal hier den Anschlag wieder ganz runter, öffne hier die Schraube, denn dann seht ihr nämlich auch hier schon die Messerwelle und die will ich so gut wie möglich verdecken. Den Anschlag kann ich noch ein Stückchen rüberbringen, dann ist er am Anschlag. Der Anschlag ist am Anschlag, eieiei. Und dann kann ich hier die Breite einstellen
und die Messer sind optimal verdeckt. Wenn die Bretter ein bisschen runder sind, dann hole ich direkt ein bisschen mehr ab. 2 bis 3 mm, na gut, eher 1,5 bis 2 mm, dann geht das auch ratzfatz. Ich checke immer ganz gerne noch hier den Anschlag, denn beim letzten Mal war er nicht perfekt. Und auch dieses Mal steht er ein bisschen weit oben zu links. Ein bisschen weit oben links, zu weit oben links, links raus, oben links weit. Ich habe jetzt einfach mal wieder geöffnet und dann nochmal neu eingestellt und dann passt das auch. Ich denke, wenn man da auch länger mal dran arbeitet, dann verdrückt man auch einfach hinten die Einstellung ein klein bisschen. Das ist aber okay. Vater sagt immer so genau scheiß Gehahn. Kennt ihr das? Ich habe jetzt hier noch ein Stück Eschenholz. Das hat zwar ein paar Risse, aber die sollen mich mal nicht stören. Das werde ich jetzt erst an der Bandsäge auftrennen. Dann kann ich alles im Paket auf dicke hobeln. Auf jeden Fall, was soll ich sagen? Ja, benutze hier wieder meinen Mittefinder. Darüber gibt es ein eigenes Video. Total cooles Teil. Damit markieren wir uns einfach die Mitte und können es dann an der Bandsäge auftrennen, um dann das Bäckerboard zu haben für hinten dran das Rückenbrett. Ihr seht es gleich. Die Bandsäge, die hat echt richtig viel Power und eine schöne Durchlasshöhe. Das ist richtig gut. Keine Scheiße. Geile, geile Sache. Jetzt schaut euch das mal an, wie cool das bitte schön aussieht. Das sieht echt genial aus. Richtig, richtig schön. Vor allem, wenn das hier dann so gespiegelt ist. Einfach toll. Ich habe die ganzen Teile auf dicke gehobelt und als nächstes will ich sie auf breite hobeln. Ich werde das aber nicht hobeln, bevor ich hobeln werde, werde ich es auf breite schneiden. Das liegt daran, dass ich hier diese ganzen Teile unterschiedlich oft abgerichtet habe. Dann seht ihr hier, dieses Brett hier ist schmäler als das daneben. Das ist sehr nervig, wenn ihr dann die ganzen Teile erst die dicken hobeln müsst und dann immer weiter runter hobeln müsst. Das dauert mir viel zu lange, deswegen werden wir einfach alle auf dieselbe Breite schneiden und dann können wir sie mit einem letzten Gang auch breite hobeln. Und dafür holen wir jetzt einfach das schmalste Brett, messen wie schmal es auch wirklich ist und dann können wir das mal so in unsere Kreissäge einstellen. Ich habe jetzt hier diese ganzen Bretter aufgetrennt. Das sind hier die einzelnen Regalfächer. Und die habe ich auch aufgetrennt, weil ich sie eben zusammen gehobelt habe. Das geht dann einfach ein bisschen schneller, als hier diese ganzen einzelnen Teile zu hobeln. Und die können wir jetzt einfach miteinander verleimen. Wir brauchen noch ein bisschen Unterlageholz. Das ist gut, das ist gut. Ich überlege mir eigentlich nur kurz, wie ich die Bretter hier zusammenleime. Eine Seite ist wie gesagt immer ein bisschen dreckig, aber ich achte jetzt vor allen Dingen darauf, dass die Teile schön bündig abschließen. Dann brauchen wir auch nicht so viel Presskraft. Und ich werde hier mit relativ wenig Leim arbeiten, damit die Teile nicht so arg verrutschen und ich nicht so viele Schraubzwingen brauche. Wie gesagt, ich möchte hier nicht viel Leim haben. Sonst verrutschen mir die Teile zu arg, dann habe ich keine Böcke drauf. Jetzt kommen hier 2 Schraubzwingen links und rechts dran, damit die Teile auch gerade bleiben. Das ist ganz wichtig. Bei so schmalen Stücken und wenn es auch nur 2 Bretter sind und die gleich dick sind, das sind diese ja in diesem Fall, da reicht diese Methode auch voll und ganz aus. Und wie gesagt, ihr könnt Schraubzwingen sparen, das ist mega wichtig. Okay, das hier war doch ein bisschen zu wenig Leim, aber es wird in diesem Fall bestimmt noch funktionieren. So, das Holz verrutscht jetzt auch nicht mehr.
Jetzt können wir die zwei Schraubzwingen hier wieder abnehmen und haben, wie gesagt, pro Stück zwei Schraubzwingen gespart. Und hier in diesem Fall tritt wirklich extrem wenig Holzleim aus. Das kann ich auch schon mit jetzt dem Finger mich hier wegwischen. Das Stück ist einigermaßen gerade. Ja, aber das wird schon passen. Ich habe jetzt hier die ganzen Teile bis 240 geschliffen. Die fühlt sich auch richtig gut an. Und dann habe ich sie auch mal auf die passende Länge zugeschnitten. Jetzt werden wir mal langsam anfangen, die zusammenzuschrauben. Ja, schrauben. Denn die Holztübel werden dann später reinkommen, so könnt ihr euch das Ganze ein bisschen vereinfachen. So mal als Tipp. So, jetzt kommen wir zu den Seiten, nicht den Seitenstücken, den Mittenstücken. Und die schrauben wir zu Beginn fest. Da kommen gleich noch Holztübel. Ich habe mir hier die Position einfach von unten markiert. Also die Position von hier unten nach hier oben habe ich mir markiert. Und weil die Hölzer die perfekte Dicke hier für diese Eckspanne haben, kann ich die damit ziemlich stabil diesmal festspannen. Ich habe noch was vergessen, ich muss mir die Linie unterzeichnen. Da war doch was. Jetzt baue ich mir hier ein Loch vor. Wichtig, senkt das Loch nicht so tief, das habe ich eben gemacht. Denn da kommen ja später Holztübel rein. Wenn ihr das zu tief senkt, dann kann es sein, dass ihr oben dann eine Phase mit den Holztübeln noch drin habt. Und das können wir jetzt wieder abschrauben, Holzleim drunter geben und wieder dran schrauben. Das Ganze stabil ist, kommt hier hinten so ein Eschenbrett drauf. Das werde ich dann hier jeweils in den einzelnen Löchern verschrauben und ich werde auch oben so eine Lücke lassen, damit es ein bisschen eleganter aussieht, sag ich mal. Als nächstes können wir die Löcher für die Holztübel bohren. Dafür hole ich mir einen 8er Bohrer und habe mir hier eine Markierung gemacht. Ihr seht, die Holztübel sind diesmal relativ massiv, damit die auch echt gut halten. Und hier bohren wir jetzt einfach senkrecht in das Brett rein. Und jetzt kann ich mir einfach hier mein Glue-Ding holen, mein Holzleim-Dingsbums. Ist eigentlich ganz cool, aber am coolsten ist es für Holztübel. Da können wir am besten den Holzleim aufgeben. Und die können wir jetzt einfach einschlagen. Das können wir als erstes jetzt bei allen mittigen Löchern machen. Das lassen wir trocknen und dann können wir uns die äußeren Löcher vornehmen. Ich bin übrigens ein absoluter Fan von diesen selbstgemachten Holzstübeln. Da gibt es auch ein eigenes Video auf meinem Kanal. Da zeige ich euch, wie ihr die selbst machen könnt. Ich habe jetzt wieder ein paar Sachen gemacht. Ich habe Löcher gebohrt und weitere Dübel eingeleimt, die dann jetzt das ganze Regal zusammenhalten. Da hatte der Leim jetzt ausgiebig Zeit zu trocknen, denn ich habe in der Zeit gerade ein anderes Projekt noch gemacht. Und zwar hier dieses coole kleine Projekt. Das ist ein kleiner Kelch, sage ich mal, mit einem Kreisel. Okay, mit einer Hand geht es nicht so einfach. So, jetzt läuft es aber. Wenn euch dieses Projekt hier interessiert, folgt ihr am besten meinem Kanal. Das gibt es dann bald oder es hat es über... Und das hat es auch schon gegeben. Jetzt können wir die Holztübel ablenken. Als Finish benutze ich mal wieder mein eigenes Finish. Das gibt es unten in der Videobeschreibung. Das benutze ich echt ganz gerne. Speziell beim Drechseln ist es richtig cool, weil die Konsistenz richtig gut ist. Aber auch bei solchen Projekten lässt es sich einfach schön auftragen. Ich habe es euch unten mal verlinkt, falls ihr euch das mal anschauen möchtet. Das soll es dann für das heutige Projekt gewesen sein. War ein schönes, schnuckliches, kleines, einfaches Projekt. Das könnt ihr einfach gut nachbauen. Holt euch einfach euer Buch, messt mal aus, wie hoch das ist und dann wisst ihr schon den Abstand. Macht 3 bis 4 Fächer und dann habt ihr auch schon die Maße. Und dann könnt ihr das auch ein bisschen individueller bei euch zu Hause anpassen. Ganz wichtig beim Finish, das habe ich nicht mehr gesagt, ich habe es noch mit Papier einmal abgerieben. Das ist der Überschuss. Wenn ihr das nicht macht, dann kann ein bisschen kleben, wenn ihr viel zu viel Finish an einer Stelle habt. Das nur mal so vorab. Ansonsten, mir hat das Projekt richtig gut gefallen. Jetzt habe ich endlich mal ein kleines Bücherregal für mein Zimmer. Ihr könnt auch reinstellen, was ihr möchtet.
Und du kannst mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob dir das gefallen hat und ob du das zu Hause nachbauen möchtest. Danke, dass du bis jetzt am Video dran geblieben bist. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und sag bis zum nächsten Video. Ciao. Thank you.